Ja, Thorsten, ja, hallo. Diese Woche hoffen wir auf Heuwetter. Wir wollen Gras mähen. Zusammen mit Kurt Bickendorf und Rudi haben wir uns zusammengeschlossen und haben gesagt, wir müssen die Rehkitze aus den Flächen rausbekommen, bevor wir mit dem Mähwerk kommen. Wir haben eine gute Zusammenarbeit mit unserem Jagdpächter Kurt Bickendorf und mit Rudi aus Rehburg, der mit seiner Drohne die Rehkitze finden kann über eine Wärmebildkamera, sodass sie an die Seite gebracht werden können vom Feld runter, bevor gemäht wird. Ja, Kurt, wie findest du die Idee? Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit, die Zusammenarbeit zwischen Landwirten, Lohnunternehmer und dem Drohnenflieger und mir als Jagdpächter, damit Kitze gerettet werden können. Wir haben heute Morgen zwei Kitze in der Wiese angetroffen, die aber dann Gott sei Dank aus dieser Fläche, die dann anschließend sofort gemäht worden ist, geflüchtet sind. Ich finde das wichtig im Sinne des Naturschutzes, damit keine Kitze zu Schaden kommen oder tot gemäht werden. Ja, finde ich eine super Sache. Wir als Landwirte sind auch immer darum bemüht, die Natur zu schützen, natürlich auch die Rehkitze zu schützen beim Mähen. Das macht kein Landwirt mit Absicht, wenn er mal eins erwischt hat. Auch früher nicht, aber halt heute sind die technischen Möglichkeiten viel besser geworden. Rudi, was hast du hier für eine tolle Drohne? Ja, das ist eine DJI mit Wärmebild. Ich mache das in der vierten Saison. Die ist neu dieses Jahr. Ich habe dieses Jahr haben wir schon 450 Hektar abgeflogen. Wir haben schon 54 Rehkitze gefunden. Wir haben etliche Entennester schon markiert, Gelege, die dann von den Landwirten ausgelassen werden, die dann nicht gemäht werden. Also es ist von allen Methoden, die man machen kann zur Rehkitzverscheuchung, eigentlich das Beste, was man machen kann. Wir finden auch nicht alle, aber ich denke mal 95% holen wir aus der Wiese. Ja, richtig. Ja, vielen Dank, Rudi, und auch an Kurt und die Truppe, die noch im Hintergrund mit ist und mit absucht. Firma Mensching, wir schaffen was.